in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. O zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin Herzlich willkommen zum dritten Berggottesdienst hier auf dem Ziegelfeld. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Es ist eine besondere Atmosphäre, auf einem Berg zu stehen. Schon der Weg hier hoch ist etwas anderes als zur Kirche. Und man hat einen weiten Blick rundum. Viele haben auch das Gefühl, sie sind dem lieben Gott ein bisschen näher als unten im Tal. Darum ist es kein Zufall, dass in der Bibel auf dem Berg entscheidende Dinge stattgefunden haben. Die Gabe der 10 Gebote, die auf dem Gottesberg an Mose diktiert wurde. Jesus wurde auf einem Berg versucht. Auf einem Berg hat er die Bergpredigt gehalten und auch die sogenannte Verklärung fand auf einem Berg statt. Es gibt auch viele Beispiele in der Bibel, aber auf dem Berg waren es immer besondere Dinge. Und so lassen Sie sich auch heute anstecken von dieser besonderen Atmosphäre auf dem Berg. Wir danken Jubilate Deo, dass Sie wieder diesen Gottesdienst musikalisch bereichern und auch mit vorbereitet haben, sowie Renate Kubi-Huber mit den Jugendlichen. So halten wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen von Jubilate Deo möchte ich Sie einladen, die Lieder kräftig mit. Neu ist der Mensch, der liebt. Die Erde ist schön, es liebt sie der Herr. Neu ist
loben und feiern diesen dritten Berggottesdienst in Gottes wunderbarer Schöpfung. Jedes Jahr nehmen wir wieder wahr, wie Wälder, Wiesen, Weiden und Felder aufs Neue ein reichhaltiges Wachstum hervorbringen. Deswegen haben wir für diesen Gottesdienst heute das Thema unser tägliches Brot gewählt und wollen uns anregen lassen, in diesem Sinne kreativ zu werden und gemeinsame Wege im Glauben zu gehen. Gott, unser tägliches Brot haben wir heute schon bekommen. Ein gutes Frühstück, eine gute Mahlzeit. Das ist mehr, als viele Menschen den ganzen Tag über zur Verfügung haben. Was jetzt noch kommt an Speisen und Getränken, ist eine Zugabe, für die wir dir, Gott, herzlich danken. Einiges davon ist eigentlich unnötig, meist auch ungesund. Und wir sollten uns ernsthaft überlegen, worauf wir verzichten und was wir abgeben können. Doch auch wir, die satt sind, haben unsere Sorgen und Nöte. Gott, öffne uns die Augen für unsere Mitmenschen und hilf uns zu teilen, aufeinander zu hören und aufeinander zuzugehen. Amen. Wir möchten jetzt den Kanon zusammen singen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Wir singen erst zusammen und teilen uns dann auf. Hier ist die erste Gruppe und hier ist die zweite. Keine Ahnung. Aus dem 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Die Apostel kamen zurück und erzählten alles, was sie getan hatten. Dann nahm Jesus sie beiseite und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute erfuhren davon und folgten ihm. Er empfing sie freundlich, redete zu ihnen vom Reich Gottes und heilte alle, die seine Hilfe brauchten. Als der Tag zur Neige ging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen, dort Unterkunft finden und etwas zu essen bekommen, denn wir sind hier an einem abgelegenen Ort. Er antwortete: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Wir müssten erst weggehen und für all diese Leute Essen kaufen. Es waren etwa 5000 Männer. Er erwiderte seinen Jüngern:
sagt ihnen, sie sollen sich in Gruppen zu ungefähr 50 zusammensetzen. Die Jünger taten, was er sagte, und veranlassten, dass sich alle setzten. Jesus nahm nun die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, segnete sie und brach sie. Dann gab er sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Und alle aßen und wurden satt. Als man die übrig gebliebenen Brotstücke einsammelte, waren es 12 Körbe voll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Straße in Paris liegt ein Bäckerladen. Da kaufen viele hundert Menschen ihr Brot. Der Besitzer ist ein guter Bäcker. Aber nicht nur deshalb kaufen die Leute des Viertels dort gerne ihr Brot. Noch mehr zieht sie der alte Bäcker an, der Vater des jungen Bäckers. Meistens ist nämlich der alte Bäcker im Laden und verkauft. Dieser alte Bäcker ist ein spaßiger Kerl. Manche sagen, er hat einen Tick, aber nur manche. Die meisten sagen, er ist weise, er ist menschenfreundlich. Einige sagen sogar, er ist ein Prophet. Aber als ihm das einer erzählte, knurrte er nur Dummerei. Der alte Bäcker weiß, dass man Brot nicht nur zum Sattessen brauchen kann und gerade das gefällt den Leuten. Manche erfahren das erst beim Bäcker an der Jakobstraße. Zum Beispiel der Autobusfahrer Gerard, der einmal zufällig in den Brotladen an der Jakobstraße kam. Sie sehen betrübt aus. Wie alt ist sie denn? 4 Jahre. Schon Handy in der Hand. Erlebt. Aber er verstand sofort, was der alte Bäcker meinte, als er ihm das Brot in die Hand gab. Und sie aßen beide ihr Brotstück und schwiegen und dachten an das Kind im Krankenhaus. Zuerst war der Busfahrer Gerard mit dem alten Bäcker alleine. Dann kam eine Frau herein. Sie hatte gerade auf dem nahen Markt eingekauft und holt und wollte nun noch eben Brot kaufen gehen. Guten Morgen, ich hätte gerne ein Brot. Essen Sie mit uns. Die Tochter dieses Herrn liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Sie ist aus dem Fenster gestürzt. 4 Jahre ist das Kind. Der Vater soll wissen, dass wir ihn nicht alleine lassen. Und die Frau nahm das Stück Brot und aß mit den beiden. So war das oft in dem Brotladen, in der alten Bäckerei, als der alte Bäcker die Kunden bediente. Aber es passierte auch noch anderes, über das sich die Leute noch mehr wunderten. Da gab es zum Beispiel einmal die Geschichte mit Gaston. An einem frühen Morgen wurde die Ladentür aufgerissen und ein Mädchen stürzte herein. Es lief vor jemandem fort, das sah man sofort. Was tun Sie denn da? Machen Sie die Tür sofort wieder auf. Die Kunden wollen hier herein, um Brot zu kaufen. Er will mich erschlagen. Wer? Er? Mein Vater. Er ist auf 180 erst jetzt und ich will mich schlagen. Das lasse ich nur machen. Guten Morgen, Gaston. Am frühen Morgen regst du dich schon so auf. Das ist aber ungesund, so kannst du nicht lange leben. Komm doch herein, aber benimm dich und lass das Mädchen in Ruhe. In meinem Laden wird doch kein Mensch beobachtet. Komm her. Iss ein Stück Brot, das beruhigt. Und iss es zusammen mit deiner Tochter, das versöhnt dich.
Ich werde auch ein Stück Brot essen, um euch bei der Versöhnung zu helfen. Und Gaston nahm das Brot und auch seine Tochter. Und als sie davon aßen, sahen sie einander an. Und der alte Bäcker lächelte beiden zu. Komm, Tochter, wir gehen nach Hause. Wir singen zusammen Brot, das die Hoffnung nährt. Zum Teilen einlädt, kann sich ein Wunder ereignen. Jesus nimmt aus Gottes Hand dankend entgegen und prägt damit eine Geisteshaltung, die die Menschen zum Teilen ermutigt. Dankende Annahme und die Bereitschaft zum Teilen finden hier zusammen und eröffnen ungeahnte Möglichkeiten. Lassen wir uns dazu von Gott anregen, um in diesem seinem Sinne kreativ zu werden und gemeinsame Wege im Glauben und im Leben zu gehen. Das Brot, das wir jetzt essen werden, ist rund geformt wie die Erde, wie unser Kreis. Es duftet gut. Wir können es teilen, wir können es essen. Wir leben davon. Wir werden satt. Wir essen es miteinander, wir gehören zusammen.
Vom Himmel gibt uns Gott zur Speise. Beten wir nun heute, dass alle das bekommen, was sie zum Leben brauchen. Wir beten für die Kirche, der das Brot des Lebens anvertraut ist, damit sie es an alle austeilt, die danach hungern. Für alle, die aufgrund ihres Amtes oder Berufes
besondere Verantwortung tragen für alle, die sich im Alltag als Christen bewähren. Verkündet. Vater im Himmel, gib uns unser tägliches Brot heute und alle Tage unseres Lebens. So beten wir mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns selber zu beten gelehrt hat. Dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Fassen wir den Nachbarn, die Nachbarin an der Hand. Ich komme schlecht eins gegen. Wenn jeder so rüberst, vielleicht. Thank you.
Hier ist aber noch Platz. Also ich stehe gerne. Und wenn es beliebter kommt, bin ich schnell weg. Lasst uns nun gemeinsam das schöne Gebet auf der Rückseite dieses Lesezeichens sprechen und beten. Lasst uns sein Gott, das Schreien und Reden, das Ängstliche und Mutige, das Gesunde und Kranke, das Hungrige und Satte, das Fröhliche und Traurige. Lasst uns zeigen, Gott, die Last und das Leichte. Lasst uns zeigen, Gott, Macht, Verantwortung, Leistung, Hoffnung, Lebenskraft. Lasst uns zeigen, Gott, das Leben. Dazu segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken bei dem Herrn Ebner, dass er uns die Wiese zur Verfügung gestellt hat und auch gemäht. Und darf Sie dann noch alle einladen, jetzt zum kleinen Umtrunk hier unten. Bei der Hütte. Dazu beitragen, dass wir auch in diesem Rahmen das so machen können und sogar dieses Mal aus bestimmten Gründen auch am Sonntag sogar. Ja? Also, diese kleinen Gebetslesezeichen und sowas dürfen Sie gerne in der Workshop am Sonntag. Ja? Sie dürfen gerne auch eins mitnehmen an vielleicht Leute, die jetzt heute nicht da sein konnten, als Geschenk mitbringen oder als, ja, als Erzählen davon. Und mein, wir sind ständig mehr geworden jetzt die Jahre und vielleicht ja, dann nächstes Jahr noch wieder auf mich. Ja? Und schauen, wie es dann nächstes Jahr wird. Ja. Also, wir singen jetzt noch ein Abschlusslied und dann gehen wir runter und ich glaube, wir vertreiben einfach den Regen. Ja, ja, geht ihr das wirklich dann nachher vielleicht oder hier? Wollte eigentlich hier stehen. Eine frühere Schülerin von uns. Ah, ich habe ihn. Ja, das ist ja auch so. Ja, das ist ja sehr gelungen. Reicht euch die Hand und sagt gute Nacht. Halt doch das Herz, wird uns hüten. Auf, wenn sich anzuschauen.
Zeit und Leben.